Ein absoluter Traum in Weiß, so präsentiert sich Wien an diesem Dienstagmorgen. Bereits in den frühen Morgenstunden ist alles bereits verschneit und es schneit auch den ganzen Tag über. Im Bereich Wien und Wiener Neustadt können so bis zu 15 cm zusammenkommen. Und der Schnee bleibt liegen, denn die Temperaturen sind zutiefst winterlich. Sie kommen über minus 1 Grad nicht hinaus und das ist erst der Anfang, denn in den nächsten Tagen wird es immer kälter. Aber zuvor noch zum Schnee, der fällt im ganzen Land und auch im Norden und Westen etwas leichter. Da gibt es nur leichten Schneefall, aber im Süden und im Osten, da gibt es eben größere Schneemengen. Das bedeutet, dass bis zum Freitag bis zu 30 cm hier zusammenkommen können. Was die Temperaturen betrifft, ist das ebenfalls nur der Anfang. Der Winter, der kommt mit voller Härte zurück und wird uns in den nächsten Tagen immer mehr Kälte bringen und das mündet dann im Wochenende in einem Dauerfrost. Der kann in den Bergen bis zu minus 30 Grad betragen in der Nacht und auch ansonsten bis zu minus 25 Grad in den Nachtstunden. Und tagsüber am Wochenende kommen die Temperaturen über minus 10 bis minus 5 Grad nicht hinaus. Auch im Verkehr wird es natürlich aus diesem Grund Probleme geben. Da sind Verkehrsprobleme auf den Autobahnen und in den Städten vorprogrammiert. Also packen Sie sich gut ein, winterfeste Schuhe und achten Sie darauf, dass Ihr Auto ebenfalls winterfest ist und steigen Sie sonst lieber auf öffentliche Verkehrsmittel um. Es ist besser, etwas später anzukommen, aber dafür sicher und ohne große Probleme.